Heute sind wieder 20 Opfer gefallen. Sie wurden auf Schafott geschickt, weil sie nicht systematisch genug waren. Saint-Just sähe es nicht ungern, wenn wir wieder auf allen Vieren krächen. Tja, die Revolution muss aufhören und die Republik muss anfangen. Jeder muss sich geltend machen und seine Natur durchsetzen können. Er mag vernünftig oder unvernünftig, gebildet oder ungebildet, gut oder böse sein, das geht den Staat nichts an. Wir sind alle Narren und keiner hat das Recht, einem anderen seine eigentümliche Narrheit aufzudringen. Die Staatsform muss ein durchsichtiges Gewand sein, das sich dicht an den Leib des Volkes schmiegt. Jedes Schwellen der Adern, jedes Spannen der Muskeln, jedes Zucken der Sehnen muss sich darin abdrücken. Wir werden den Leuten, welche über die nackten Schultern der allerliebsten Sünderin Frankreich den Nonnenschleier werfen wollen, auf die Finger schlagen. Danton, du wirst den Angriff im Konvent machen. Ich werde, du wirst, der Wirt. Wenn wir bis dahin noch leben. Ihr reibt mich mit eurer Politik noch auf. Zwischen Tür und Angel will ich euch prophezeien. Die Statue der Freiheit ist noch nicht gegossen. Der Ofen glüht. Wir alle können uns noch die Finger dabei verbrennen. Adieu. Lasst ihn. Glaubt ihr, er könnte die Finger davon lassen, wenn es zum Handeln kommt? Ja, aber bloß zum Zeitvertreib, wie man Schach spielt. Was gibt es denn? Wo ist die Jungfrau? Sprich, na, so kann ich nicht sagen, das Mädchen. Mädchen. Die Frau, das Weib, auch das nicht. Nur noch ein Name, oh, und er erstickt mich. Ich habe keinen Haken dafür. Das ist gut, sonst würde der Name nach Schnaps stinken. Alter Virgilius. Höhle dein kahles Haufen. Der Rabe Schande sitzt darauf und hackt nach deinen Augen. Gib mir ein Messer rüber! Da liegt das Schwein. Ach, was, er ist sonst ein braver Mann. Der kann nur nicht viel vertragen. Der Schnaps stellt ihm gleich ein Bein. Was gibt's denn? Ach, seht ihr, ich saß da so auf dem Stein in der Sonne und wärmte mich, seht ihr. Denn wir haben kein Holz, seht ihr. Nun nimm deines Mannes Nase. Und meine Tochter war da hinuntergegangen um die Ecke. Sie ist ein braves Mädchen und ernährt ihre Eltern. Ah, sie bekennt. Oh, die Brandweinfass. Willst du verdursten, wenn das Brünnlein zu laufen aufhört? Hä? Wir arbeiten mit allen Gliedern. Warum denn nicht auch damit? Ihre Mutter hat damit geschafft, als sie zur Welt kam, und es hat ihr wehgetan. Kann sie für ihre Mutter nicht auch damit schaffen? Hä? Und tut sie etwa auch weh dabei? Lucretia, ein Messer, gib mir ein Messer rüber, Appius Claudius. Ja, ein Messer, aber nicht für die arme Hure. Was tat sie denn? Nichts. Ihr Hunger hurt und bettelt. Ein Messer für die Leute, die das Fleisch unserer Weiber und Töchter kaufen. Ihr habt Schwielen an den Fäusten und sie haben Samthände. Ergo, ihr arbeitet und sie tun nichts. Ergo, ihr habt's erworben und sie haben's gestohlen. Ergo, sie sind Spitzbuben und man muss sie totschlagen. Sie haben kein Blut in den Adern, als was sie uns ausgesaugt haben. Totgeschlagen. Und sie, da, ein Aristokrat. Er hat ein Schnupftuch. Aristokrat. An die Laterne! An die Laterne! Was, der schneuzt sich die Nase nicht mit den Fingern? An die Laterne! An die Laterne! Ach, meine Herren, hab doch Erbarmen! Nur ein Spiel mit einer Hanflocke um den Hals. Wir sind barmherziger als ihr.
Unser Leben ist der Mord durch Arbeit. Wir hängen 60 Jahre lang am Strick und zappeln. Aber wir werden uns losschneiden an die Laterne. Meinetwegen! Ihr werdet deswegen nicht heller sehen. Bravo! Bravo! Eine gute Antwort! Lasst ihn laufen! Halt! Das Robespierre! Der Bürger Robespierre! Seht, Robespierre! Was gibt's da, Bürger? Was wird's geben? Die paar Tropfen Bluts haben dem Volk die Backen nicht rot gemacht. Die Guillotine ist zu langsam. Wir brauchen einen Platzregen. Unsere Weiber und Kinder schreien nach Brot. Wir wollen sie mit Aristokratenfleisch füttern. Ha! Totgeschlagen, wer kein Loch im Rock hat! Totgeschlagen! Totgeschlagen! Im Namen des Gesetzes! Was ist das Gesetz? Der Wille des Volkes. Wir sind das Volk. Und wir wollen, dass kein Gesetz sei. Ergo ist dieser Wille das Gesetz. Ergo, im Namen des Gesetzes gibt's kein Gesetz mehr. Ergo, totgeschlagen! Totgeschlagen! Hört den Unbestechlichen! Ja, hört ihn! Er ist gesandt zu wählen und zu richten. Er wird die Bösen mit der Schärfe der Schwerter schlagen. Seine Augen sind die Augen der Wahl. Und seine Hände sind die Hände des Gerichts. Hört den Unbestechlichen! Armes, tugendhaftes Volk. Du tust deine Pflicht. Du opferst deine Feinde. Volk, du bist groß. Du offenbarst dich unter Blitzstrahlen und Donnerschlägen. Aber Volk, deine Streiche dürfen deinen eigenen Leib nicht verwunden. Du mordest dich selbst in deinem Grimm. Du kannst nur durch deine eigene Kraft fallen. Das wissen deine Feinde. Deine Gesetzgeber wachen. Sie werden deine Hände führen. Ihre Augen sind untrügbar. Deine Hände sind unentrinnbar. Kommt mit zu den Jakobinern. Zu den Jakobinern! Zu den Jakobinern! Abgeordnete aus Lyon erschienen. Ich erteile Ihnen das Wort. Die Brüder von Lyon senden uns, um in eure Brust ihren bitteren Unmut auszuschütten. Wir wissen nicht, ob der Karren, auf dem Ronsin zur Guillotine fuhr, der Totenwagen der Freiheit war. Aber wir wissen, dass seit jenem Tage die Mörder der Patrioten wieder so fest auf den Boden treten, als ob es kein Grab für sie gäbe. Habt ihr vergessen, dass Lyon ein Flecken auf dem Boden Frankreichs ist, den man mit den Gebeinen der Verräter zudecken muss? Habt ihr vergessen, dass diese Hure der Könige ihren Aussatz nur in dem Wasser der Rhone abwaschen kann? Habt ihr vergessen, dass dieser revolutionäre Strom die Flotten der Feinde auf den Leichen der Aristokraten muss stranden machen? Eure Barmherzigkeit mordet die Revolution. Der Atemzug eines Aristokraten ist das Röcheln der Freiheit. Nur ein Feigling stirbt für die Republik. Ein Jakobiner tötet für sie. Wir werden den Becher des Sokrates mit euch trinken. Ruhe! Der Abgeordnete Legendre hat das Wort. Wir haben nicht nötig, unsere Blicke auf Lyon zu werfen.
Die Leute, die seidene Kleider tragen, die in Kutschen fahren, die in den Logen im Theater sitzen und nach dem Diktionär der Akademie sprechen, tragen seit einigen Tagen die Köpfe fest auf den Schultern. Sie sind witzig und sagen, man müsse den toten Helden der Revolution zu einem doppelten Märtyrertum verhelfen und noch ihre Büsten guillotinieren. Das Blut dieser Heiligen komme über Sie. Ich frage die anwesenden Mitglieder des Wohlfahrtsausschusses, seit wann Ihre Ohren taub geworden sind. Und ich frage dich, Alexander, wessen Stimme solchen Gedanken Atem gibt, dass sie lebendig werden und zu sprechen wagen. Es ist Zeit, die Masken abzureißen. Hört! Die Ursache verklagt ihre Wirkung. Der Ruf sein Echo. Der Grund seine Folge. Der Wohlfahrtsausschuss versteht mehr Logik. Legende! Sei ruhig! Die Büsten der Heiligen werden unberührt bleiben. Sie werden wie Medusenhäupter die Verräter in Stein verwandeln. Ich verlange das Wort. Hört den Unbestechlichen! Hört den Unbestechlichen! Wir warteten nur auf den Schrei des Unwillens, der von allen Seiten ertönt, um zu sprechen. Ich habe es euch schon einmal gesagt. Die Waffe der Republik ist der Schrecken. Die Kraft der Republik ist die Tugend. Die Tugend, weil ohne sie der Schrecken verderblich, der Schrecken, weil ohne ihn die Tugend ohnmächtig ist. Der Schrecken ist ein Ausfluss der Tugend. Er ist nichts anderes als die schnelle, strenge und unbeugsame Gerechtigkeit. Die Revolutionsregierung ist der Despotismus der Freiheit gegen die Tyrannei. Erbarmen mit den Royalisten, rufen gewisse Leute. Erbarmen mit Bösewichtern. Nein! Erbarmen für die Unschuld, erbarmen für die Schwäche, erbarmen für die Unglücklichen, erbarmen für die Menschheit. Aber nicht zufrieden, den Arm des Volkes zu entwaffnen, sucht man noch die heiligsten Quellen seiner Kraft durch das Laster zu vergiften. Das Laster ist das Kennzeichen des Aristokratismus. In einer Republik ist es nicht nur ein moralisches, sondern auch ein politisches Verbrechen. Der Lasterhafte ist der politische Feind der Freiheit. Er ist ihr umso gefährlicher, je größer die Dienste sind, die er ihr scheinbar erwiesen. Der gefährlichste Bürger ist derjenige, welcher leichter ein Dutzend roter Mützen verbraucht, als eine gute Handlung vollbringt. Ihr werdet mich leicht verstehen, wenn ihr an Leute denkt, welche sonst in Dachstuben lebten und jetzt in Karossen fahren und mit ehemaligen Marquisinnen und Baronessen Unzucht treiben. Er meint der Ton. Wir dürfen wohl fragen, ist das Volk geplündert oder sind die Goldhände der Könige gedrückt worden? Wenn wir Gesetzgeber des Volkes mit allen Lastern und allem Luxus der ehemaligen Höflinge Parade machen, wenn wir diese Marquise und Grafen der Revolution reiche Weiber heiraten, üppige Gastmähler geben, spielen, Diener halten, kostbare Kleider tragen sehen. Ich denke, ich habe keine Striche mehr nötig. Die Porträts sind fertig. Nieder mit den Schallern der Revolution! Nieder! Einen Vertrag! Keinen Waffenstillstand mit den Menschen, welche diese Ausplünderung ungestraft zu vollbringen hofften, für welche die Republik eine Spekulation und die Revolution ein Handwerk war. Was hast du gemacht, Lusandro? Was war?
Weißt du, auf wem du mit deinem wüstenden Kopf herunterwirfst? Einige Stutzern und eleganten Weibern, das ist alles. Ich dächte, Collot hätte deutlich gesprochen. Wo ist Danton? Bei den Grisetten im Palais Royal. Ich gehe zu ihm. Aber beruhige dich, tugendhaftes Volk. Beruhigt euch, ihr Patrioten. Sagt euren Brüdern zu Lyon, das Schwert des Gesetzes roste nicht in den Händen, denen ihr es anvertraut habt. Wir werden der Republik ein großes Beispiel geben. Trink noch, Marion. Danton. Nein. Lass mich, Danton. Marion, komm. So, zu deinen Füßen will ich sitzen. Ich will dir etwas erzählen, ja? Du könntest deine Lippen besser gebrauchen. Nein. Lass mich einmal so. Ich bin aus guter Familie. Meine Mutter war eine kluge Frau. Sie ist Marion, wie ich. Sie gab mir eine sorgfältige Erziehung. Sie sagte mir immer, die Keuschheit sei eine schöne Tugend. Wenn Leute ins Haus kamen und von manchen Dingen zu sprechen begannen, hieß sie mich immer aus dem Zimmer gehen. Fragte ich dann, was die Leute gewollt hatten, dann sagte sie, ich sollte mich schämen. Gab sie mir ein Buch zu lesen, dann musste ich fast immer einige Seiten überschlagen. Aber die Bibel, die las ich nach Belieben. Ja. Denn da war ja alles heilig. Aber es war etwas darin, was ich nicht begriff. Ich wollte niemanden fragen. Und so brütete ich über mir selbst. Und dann kam der Frühling. Und es ging überall etwas um mich vor, woran ich keinen Teil hatte. Ich geriet in eine Atmosphäre. Sie erstickte mich fast. Ich betrachtete meine Glieder. Und es war mir manchmal, als wäre ich doppelt. Und verschmelze dann wieder in eins. Ein junger Mensch kam zu dieser Zeit ins Haus. Aha. Der war hübsch und sprach oft tolles Zeug. Ich wusste nicht recht, was er wollte, aber ich musste lachen. Meine Mutter hieß ihn öfter kommen und das war uns beiden recht. Aber ich wurde wie ein Meer. Für mich war nur ein Gegensatz da. Alle Männer verschmolzen in einen Leib. Meine Natur war nun einmal so, wer kann darüber hinaus? Endlich merkt er's. Er kam eines Morgens und küsste mich, als wollte er mich ersticken. Seine Arme schnürten sich um meinen Hals. Ich war in einer unsäglichen Angst. Da auf einmal ließ er mich los und lachte. Und sagte, er hätte fast einen dummen Streich gemacht. Ja, und dann ging er. Und ich wusste wieder nicht, was er gewollt hatte.
Den Abend saß ich am Fenster. Ich bin sehr reizbar und hänge mit allem um mich nur durch eine Empfindung zusammen. Ich versank in den Wellen der Abendröte. Da kam ein Haufe die Straße herab. Die Kinder liefen voraus, die Weiber sahen aus den Fenstern. Ich blickte hinunter. Da trugen sie ihn in einem Korb vorbei. Der Mond schien auf seine bleiche Stirn. Seine Locken waren feucht. Er hatte sich ersäuft. Ich musste weinen. Ach, die anderen Leute, die haben Sonn- und Werktage. Sie arbeiten 6 Tage und beten am 7. Sie sind jedes Jahr auf ihrem Geburtstag einmal gerührt und denken auf Neujahr einmal nach. Aber ich begreife nichts von alledem. Ich kenne keinen Absatz, keine Veränderung. Ich bin immer nur eins, ein ununterbrochenes Sehnen und Fassen, eine Glut, ein Strom. Meine Mutter ist aus Gram gestorben. Die Leute weisen mit dem Finger auf mich, das ist dumm. Es läuft auf eins hinaus, woran man seine Freude hat. An Leibern, Christusbildern, Weingläsern, Blumen, Kinderspielsachen. Es ist das nämliche Gefühl. Wer am meisten genießt, betet am meisten. Warum kann ich deine Schönheit nicht ganz in mich fassen, sie nicht ganz umschließen? Danton, deine Lippen haben Augen. Ich möchte ein Teil des Äthers sein, um dich in meiner Flut zu baden, um mich auf jeder Welle deines schönen Leibes zu brechen. Ach, wer ist da? Danton. Lacroix, was gibt's? Hör, Danton, ich komme von den Jakobinen. Nichts weiter? Trink, Lacroix. Komm, trink. Robespierre fingerte auf der Tribüne und sagte, die Tugend muss durch den Schrecken herrschen. Die Phrase machte mir Halsweh. Sie hobelt die Bretter für die Guillotine. Und Collot schrie wie besessen, man müsse die Masken abreißen. Da werden die Gesichter mitgehen. Robespierre sagte, der Freiheit gegenüber kenne er keine Rücksicht. Er würde alles opfern. Sich, seinen Bruder, seine Freunde. Das war deutlich. Man braucht nur die Skala herumzukehren. Da steht er unten und hält seinen Freunden die Leiter. Trink, Lacroix. Die Revolution ist wie Saturn. Sie frisst ihre eigenen Kinder. Doch sie werden es nicht wagen. Danton, du bist ein toter Heiliger. Aber die Revolution kennt keine Reliquien. Glaubst du, man würde dich als Monument stehen lassen? Mein Name, das Volk. Ja, dein Name. Du bist ein Gemäßigter. Für das Volk sind Schwäche und Mäßigung eins. Es schlägt die Nachzügler tot. Sehr wahr. Und außerdem, das Volk ist wie ein Kind. Es muss alles zerbrechen, um zu sehen, was drinsteckt. Und außerdem, Danton, sind wir lasterhaft, wie Robespierre sagt. Das heißt, wir genießen. Und das Volk ist tugendhaft. Das heißt, es genießt nicht, weil ihm die Arbeit die Genussorgane stumpf macht. Und es besäuft sich nicht, weil es kein Geld hat. Es hasst die Genießenden wie ein Eunuch die Männer. Man nennt uns Spitzbuben. Es ist unter uns gesagt so halbwegs was Wahres dran. Robespierre und das Volk werden tugendhaft sein. Saint-Just wird im Konvent das Blutmäntelchen umhängen und ich sehe alles. Du träumst. Sie hat nie Mut ohne mich, sie werden keinen gegen mich haben. Die Revolution ist noch nicht fertig, sie könnten mich noch nötig haben. Sie werden mich im Arsenal aufheben. Wir müssen handeln. Das wird sich finden, Marion. Es wird sich finden, wenn wir verloren sind. Deine Lippen sind kalt geworden, Danton. Deine Worte haben deine Küsse erstickt. So viel Zeit zu verlieren, das war der Mühe wert. Morgen gehe ich zu Robespierre, ich werde ihn ärgern, da kann er nicht schweigen.
Morgen. Morgen also. Gute Nacht, mein Freund, gute Nacht. Ich danke dir. Marion. Und ich sage dir, Robespierre, die Geschichte wird sich noch krank lachen über deine parodistischen Einfälle. Und ich sage dir, Danton, wer mir in den Arm fällt, wenn ich das Schwert ziehe, ist mein Feind. Aha. Seine Absicht tut dabei nicht zur Sache. Wer mich verhindert, mich zu verteidigen, tötet mich so gut, als wenn er mich angriffe. Wo die Notwehr aufhört, fängt der Mord an. Ich sehe keinen Grund, der uns länger zum Töten zwänge. Die soziale Revolution ist noch nicht fertig. Wer eine Revolution zur Hälfte vollendet, gräbt sich selbst sein Grab. Die gute Gesellschaft lebt noch. Die gesunde Volkskraft muss sich anstelle dieser nach allen Richtungen abgekitzelten Klasse setzen. Das Laster muss bestraft werden. Die Tugend muss durch den Schrecken herrschen. Ich verstehe das Wort Strafe nicht. Mit deiner Tugend, Robespierre. Du hast kein Geld genommen, du hast keine Schulden gemacht, du hast bei keinem Weibe geschlafen, du hast immer einen anständigen Rock getragen und dich nie betrunken, Robespierre. Du bist empörend rechtschaffen. Ich würde mich schämen, 30 Jahre lang mit der nämlichen Moralphysiognomie zwischen Himmel und Erde herumzulaufen, bloß um des elenden Vergnügens willen, andere schlechter zu finden als mich. Ist denn nichts in dir, was dir nicht manchmal ganz leise, heimlich sagt, du lügst? Mein Gewissen ist rein. Ach, Gewissen. Das Gewissen ist ein Spiegel, vor dem ein Affe sich quält. Jeder putzt sich, wie er kann, und geht auf seine eigene Art, auf seinen Spaß dabei aus. Das ist der Mühe wert, sich darüber in den Haaren zu legen. Jeder mag sich wehren, wenn ein anderer ihm den Spaß verdirbt. Hast du das Recht, aus der Guillotine einen Waschzuber für die unreine Wäsche anderer Leute und aus ihren abgeschlagenen Köpfen Fleckkugeln für ihre schmutzigen Kleider zu machen? Weil du immer einen sauber gebürsteten Rock trägst? Ja, du kannst dich wehren, wenn sie dir drauf spucken oder Löcher hineinreißen, aber was geht es dich an, solange sie dich in Ruhe lassen? Wenn sie sich nicht genieren, so herumzulaufen, hast du deswegen das Recht, sie ins Grabloch zu sperren? Bist du der Polizeisoldat des Himmels? Und kannst du es nicht ebenso gut mit ansehen als dein lieber Herrgott, so halte dir dein Schnupftuch vor die Augen. Du leugnest die Tugend. Und das Laster. Es gibt nur Epikuräer, grobe und feine. Das ist der einzige Unterschied, den ich zwischen den Menschen herausbringen kann. Jeder handelt seiner Natur gemäß, das heißt, er tut, was ihm wohltut. Nicht wahr? Unbestechlicher. Es ist grausam, dir die Absätze so von den Schuhen zu treten. Danton, das Laster ist zu gewissen Zeiten Hochverrat. Robespierre, du darfst es nicht proskribieren, um Himmels Willen nicht. Das wäre undankbar. Du bist ihm zu viel schuldig, durch den Kontrast nämlich. Übrigens, um bei deinen Begriffen zu bleiben, unsere Streiche müssen der Republik nützlich sein. Man darf die Unschuldigen nicht mit den Schuldigen treffen. Wer sagt dir denn, dass ein Unschuldiger getroffen worden sei? Was sagst du? Es starb kein Unschuldiger? Robespierre! Es starb kein Unschuldiger! Nun aber ist es Zeit, dass ich mich wieder einmal der Öffentlichkeit zeige. Geh nur. Er will die Rosse der Revolution am Bordell halten machen, wie ein Kutscher seine dressierten Gäule. Aber sie werden Kraft genug haben, ihn zum Revolutionsplatz zu schleifen. Mir die Absätze von den Schuhen treten. Halt! Ist's das eigentlich?
Sie werden sagen, seine gigantische Gestalt hätte zu viel Schatten auf mich geworfen. Ich hätte ihn deshalb aus der Sonne gehen heißen. Und wenn Sie recht hätten, ist's denn so notwendig? Ja. Ja. Die Republik, er muss weg. Keine Tugend. Die Tugend, ein Absatz meiner Schuhe. Wie das immer wieder kommt. Warum kann ich den Gedanken nicht loswerden? Er deutet mit blutigen Fingern auf mich. Ich mag so viel Lappen darum wickeln, als ich will. Das Blut dringt immer durch. Halt, wer da in Finstern? Licht, Licht! Kennst du meine Stimme nicht? Ach, du sein Schüst. Warst du allein? Eben ging Danton weg. Ich traf ihn unterwegs im Palais Royal. Er machte seine revolutionäre Stirn und sprach in Epigrammen. Die Grisetten liefen hinter seinen Waden drein. Und die Leute blieben stehen und zischelten sich in die Ohren, was er gesagt hatte. Robespierre, wir werden den Vorteil des Angriffs verlieren. Willst du noch länger zögern? Wir werden ohne dich handeln. Wir sind entschlossen. Was wollt ihr tun? Wir berufen den Gesetzgebungs-, den Sicherheits- und den Wohlfahrtsausschuss zu feierlicher Sitzung. Viel Umstände. Wir müssen die große Leiche mit Anstand begraben, wie Priester, nicht wie Mörder. Wir dürfen sie nicht zerstücken. Alle ihre Glieder müssen hinunter. Sprich deutlicher. Wir müssen ihn in seiner vollen Waffenrüstung beisetzen und seine Pferde und Sklaven auf seinem Grabhügel schlachten. Erstens Lacroix. Ein ausgemachter Spitzbube. Weiter. Rosechel. Ein schöner Kopf. Er war der schön gemalte Anfangsbuchstabe der Konstitutionsakte. Wir haben derlei Zierat nicht mehr nötig. Er wird ausgewischt. Philippot. Gut. Camille Desmoulins. Auch den. Das dachte ich. Da, lies die letzte Nummer des Vieux Cordelier. Dieser Blutmessias Robespierre auf seinem Kalvarienberge zwischen den beiden Schächern Codon und Collot, auf dem er opfert und nicht geopfert wird. Die Guillotinen-Betschwestern stehen wie Maria und Magdalena unten. Sein Schuss liegt ihm wie Johannes am Herzen und macht den Konvent mit den apokalyptischen Offenbarungen des Meisters bekannt. Er trägt seinen Kopf wie eine Monstranz. Ich will in den Seinigen wie sein Denis tragen. Sollte man glauben, dass der saubere Frack des Messias das Leichenhemd Frankreichs ist und dass seine dünnen, auf der Tribüne herumzuckenden Finger Guillotinenmesser sind. Also auch du, Camille. Weg mit ihnen, rasch. Nur die Toten kommen nicht wieder. Hast du die Anklage bereit? Es macht sich leicht. Du selbst hast die notwendigen Andeutungen bei den Jakobinern gemacht. Ich wollte sie schrecken. Ich brauche nur durchzuführen. Die Revolution wird über ihre Leichen nicht stolpern. Aber bleibt Danton am Leben, so wird er sie am Gewand fassen. Und er hat etwas in seiner Gestalt, als ob er die Freiheit notzüchtigen könnte. Nein, dann rasch morgen. Keine lange Todeskampf. Ich bin empfindlich seit einigen Tagen. Nur rasch. Ich gebe dir mein Wort. Jawohl. Blut Messias. Der opfert und nicht geopfert wird. Er hat sie mit seinem Blut erlöst. Und ich erlöse sie mit ihrem eigenen. Er hat sie sündigen gemacht. Und ich nehme die Sünde auf mich. Er hatte die Wollust des Schmerzes. Und ich habe die Qual des Henkers. Wer hat sich mehr verleugnet? Er oder ich? Sie gehen alle von mir. Ich bin allein.
Danton. Ja? Rasch, Danton, wir haben keine Zeit zu verlieren. Aber die Zeit verliert uns. Das ist sehr langweilig, immer das Hemd zuerst und dann die Hose darüber zu ziehen und des Abends ins Bett und morgens wieder herauszukriechen und einen Fuß immer so vor den anderen zu setzen. Da ist gar kein Absehens, wie es anders werden soll. Das ist sehr traurig. Und dass Millionen es schon so gemacht haben und dass Millionen es wieder so machen werden und dass wir noch obendrein aus zwei Hälften bestehen, die beide das Nämliche tun, sodass alles doppelt geschieht. Das ist sehr traurig. Danton, du sprichst in einem ganz kindlichen Ton. Sterbende werden oft kindisch. Danton, du stürzest dich durch dein Zögern ins Verderben. Du reißest alle deine Freunde mit dir. Benachrichtige die Feiglinge, dass es Zeit ist, sich um dich zu versammeln. Du musst dich deinem Zorn überlassen. Du hast ein schlechtes Gedächtnis. Du nanntest mich einen toten Heiligen. Du hattest mehr Recht, als du selbst glaubtest. Lacroix? Ja? Ich war bei den Sektionen. Sie waren ehrfurchtsvoll, aber wie leichenbitter. Ich bin eine Reliquie. Und Reliquien wirft man auf die Gasse. Du hattest recht. Warum hast du es dazu kommen lassen? Dazu? Ja. Ja, wahrhaftig. Es war mir zuletzt langweilig. Immer im nämlichen Rock herumlaufen und die nämlichen Falten zu ziehen, das ist erbärmlich. So ein armseliges Instrument zu sein, auf dem eine Seite immer nur einen Ton angibt. Es ist nicht zum Aushalten. Ich wollte es mir bequem machen. Ich habe es erreicht. Die Revolution setzt mich in Ruhe, aber auf andere Weise, als ich dachte. Danton, lass uns wenigstens nicht entwaffnet und erniedrigt sterben. Aber auf was mich stützen? Die Jakobiner haben erklärt, dass die Tugend an der Tagesordnung sei. Robespierre ist das Dogma der Revolution. Es darf nicht ausgestrichen werden. Es ging auch nicht. Wir haben nicht die Revolution, sondern die Revolution hat uns gemacht. Und wenn es ginge, ich will lieber guillotiniert werden, als guillotinieren lassen. Ich habe es satt. Wozu sollen wir Menschen miteinander kämpfen? Wir sollten uns nebeneinander setzen und Ruhe haben. Es wurde ein Fehler gemacht, wie wir geschaffen wurden. Es fehlt uns was. Ich habe keinen Namen dafür. Wir werden es uns einander nicht aus den Eingeweiden herauswühlen. Was sollen wir uns darüber die Leiber aufbrechen? Ach, geht. Wir sind elende Alchemisten und das Leben ist nicht die Arbeit wert, die man sich macht, es zu erhalten. Dann flieh, Danton. Nimmt man das Vaterland an den Schuhsohlen mit? Und endlich, und das ist die Hauptsache, sie werden es nicht wagen. Camille, ich sage dir, sie werden es nicht wagen. Adieu. Adieu. Da geht er hin. Und glaubt kein Wort von dem, was er gesagt hat. Nichts als Faulheit. Er will sich lieber guillotinieren lassen, als eine Rede halten. Bitte auch um eine kleine Gabe, liebe Damen und Herren. Meine gute Cornelia hat mich heute mit einem Knäblein erfreut. Du sollst sagen, sie hat der Republik einen Sohn geboren. Der Republik? Ja, ja. Ja, aber das lautet zu allgemein. Man könnte vielleicht sagen... Ach, nichts da. Das Einzelne muss ich dem Allgemeinen unterwerfen. Dem Allgemeinen? Ja, ja. Ja, das sagt meine Frau auch. Na eben. Wenn ich nur mit den Namen zurechtkäme. Früher, da war das leicht. Da nannte man seine Söhne François oder Jean-Marie. Du musst ihn Pique taufen oder Marat. Das sind schöne republikanische Namen. Pique, ja, ja.
Könnte man ihn vielleicht auch Pflug nennen? Warum nicht? Pflug ist ein hübscher republikanischer Name. Wäre es ein Mädchen, würde ich Kornähre vorschlagen oder Artischocke. Ach ja, Artischocke. Was doch ist, aller Männer Freud und Lust unter Kummer, unter Sorgen, sich bemühen vom frühen Morgen, bis der Tag vorüber ist. Hör du, Faulpelz. Bitte auch um eine kleine Gabe, liebe Damen und Herren. Es gibt keine Damen und Herren. Und beleidige nicht das Vaterland mit deinem Gebettel. Arbeite etwas. Du siehst ganz wohlgenährt aus. Ach ja, aber ihr tragt einen schönen Rock, mein Herr. Wollt ihr mir sagen, woher ihr den schönen Rock habt, mein Herr? Ach du Tölpel, durch Arbeit, alles durch Arbeit. Arbeite, du wirst auch einen solchen Rock haben. Nichts da, nichts da. Ihr seid kein Patriot, Herr. Ein solcher schöner Rock ist ein Genuss. So habt ihr also für den Genuss gearbeitet. Und Genuss, sagt Robespierre, ist ein Laster. Und Laster zu haben, ist ein Verbrechen, mein Herr. Weg. Komm, komm. Er stellt uns sonst noch eine Falle mit seiner Philosophie. Ach, Madame, der Ton einer Glocke, das Abendlicht an den Bäumen, das Blinken eines Sterns. Der Duft einer Blume, diese natürlichen Freuden, dieser reine Genuss der Natur. Sieh, Eugenie, nur die Tugend hat Augen dafür. Ach, Mama, ich sehe nichts anderes als sie. Gutes Kind. Welch ein Glück, dass wir wieder anfangen, die Tugend zu schätzen. Ich könnte mich berauschen daran, müsste ich nicht fürchten, dass meine Begeisterung in ein Laster ausartet. Nein. Nun, Danton? Camille, ich begreife nicht, warum die Leute auf der Gasse stehen bleiben und einander ins Gesicht lachen. Ich meine, sie müssten zu den Fenstern und Gräbern herauslachen. Und der Himmel müsste bersten und die Erde müsste sich wälzen vor Lachen. Ja, wenn Sie nicht alles in hölzernen Kuppchen bekommen, so haben Sie weder Augen noch Ohren dafür. Schnitzt einer eine Marionette, wo man den Strick hereinhängen sieht, an dem sie gezerrt wird, und deren Gelenke bei jedem Schritt in fünffüßigen Jamben krachen. Welch ein Charakter, welche Konsequenz. Von der Schöpfung, die glühend, brausend und leuchtend um und in ihnen sich jeden Augenblick neu gebiert. Hören und sehen sie nichts. Sie gehen ins Theater, lesen Gedichte und Romane, schneiden den Fratzen darin die Gesichter nach und sagen zu Gottes Geschöpfen, wie gewöhnlich. Die Griechen wussten, was sie sagten, wenn sie erzählten, Pygmalions Statue sei lebendig geworden, habe aber keine Kinder bekommen. Und die Künstler gehen mit der Natur um wie David, der im September die Gemordeten, wie sie aus dem Gefängnis auf die Gasse geworfen wurde, kaltblütig zeichnete und sagte, ich erhasche die letzten Zuckungen des Lebens in diesen Bösewichtern. Komm mit, Anton, zu Lucille. Camille, oh, wie gut, dass ihr da seid. Hattest du Angst, meine Liebe? Lucille! Oh, Danton, es wartet schon jemand auf dich. Er will dich sprechen, allein. Wer? Ich kenne ihn nicht. Geh da hinein. Camille. Ach, es ist alles nicht so schlimm, wie es aussieht. Die Revolution ist ein Meer, das seine Wellen wirft, und wir schwimmen bald oben, bald unten. Was siehst du mich so an, Lucille? Oh, nichts. Ich sehe dich so gerne sprechen. Hörst du mich auch? Ei, freilich. Habe ich recht? Weißt du auch, was ich gesagt habe? Nein. Wahrhaftig nicht. Ach, Lucille. Nun, Danton, was war es? Der Wohlfahrtsausschuss hat meine Verhaftung beschlossen. Man hat mich soeben gewarnt und mir einen Zufluchtsort angeboten. Sie wollen meinen Kopf.
Meinetwegen. Ich bin der Hudeleien überdrüssig. Mögen Sie ihn nehmen. Was liegt daran? Ich werde mit Mut zu sterben wissen. Das ist leichter als zu leben. Danton, noch ist Zeit. Deine Trägheit... Ich bin nicht träg, aber müde. Meine Sohlen brennen mich. Eigentlich muss ich über die ganze Geschichte lachen. Es ist ein Gefühl des Bleibens in mir, was mir sagt, es wird morgen sein wie heute und übermorgen und weiter hinaus ist alles wie eben. Das ist leerer Lärm, man will mich schrecken. Sie werden es nicht wagen, glaube mir, Camille. Wo gehst du hin? Ja, wer das wüsste. Im Ernste, wohin? Spazieren, mein Junge. Spazieren. Ach, Camille. Sei ruhig, lieb Kind. Wenn ich denke, dass sie dies Haupt... Mein Camille, das ist Unsinn, gell? Ich bin wahnsinnig. Sei ruhig. Danton und ich sind nicht eins. Die Erde ist weit und es sind so viele Dinge drauf. Warum denn gerade das eine? Wer sollte mir es nehmen? Das wäre arg. Was wollten Sie auch damit anfangen? Ich wiederhole dir, du kannst ruhig sein. Gestern sprach ich mit Robespierre. Er war freundlich. Wir sind ein wenig gespannt. Das ist wahr. Verschiedene Ansichten, sonst nichts. Camille, such ihn auf. Wir saßen auf einer Schulbank. Er war immer finster und einsam. Ich allein suchte ihn auf und machte ihn zuweilen lachen. Er hat mir immer große Anhänglichkeit gezeigt. Ich gehe. So schnell, mein Freund. Geh. Komm. Nur das. Grüß Sie. Und das. Geh, geh. Adieu, Lucille. Das ist eine böse Zeit. Es geht einmal so. Wer kann da drüber hinaus? Man muss sich fassen. Ach, scheiden, ach, scheiden, ach, scheiden. Wer hat das Scheiden erdacht? Wie kommt mir gerade das in den Kopf? Das ist nicht gut, dass es den Weg so von selbst findet. Wie er hinaus ist, da war mir's, als könnte er nicht wieder umkehren. Und müsse immer weiter weg von mir, immer weiter, immer weiter. Ach, wie das Zimmer so leer ist. Die Fenster stehen offen, als hätte ein Toter drin gelegen. Ich halte das da oben nicht aus. Will denn das nie aufhören? Wird das Licht nie ausglühen und das Schall nie modern? Willst denn nie still und dunkel werden?
dass wir uns die garstigen Sünden einander nicht mehr anhören und ansehen. September. 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 Danton! September. Danton! Ja? Was rufst du? Rief ich? Du sprachst von garstigen Sünden und dann stöhntest du September. Ich? Nein, Julie. Ich sprach nicht. Das dachte ich kaum. Das waren nur ganz leise, heimliche Gedanken. Du zitterst, Danton. Und soll ich nicht zittern, wenn so die Wände plaudern? Wenn mein Leib so zerschellt ist, dass meine Gedanken unstet, umirrend mit den Lippen der Steine reden? Georg! Mein Georg! Ja, Julie. Ich möchte nicht mehr denken, wenn das gleich so spricht. Es gibt Gedanken, Julie, für die es keine Ohren geben sollte. Das ist nicht gut, dass sie bei der Geburt gleich schreien wie Kinder. Das ist nicht gut. Gott erhalte dir deine Sinne. Georg, Georg, erkennst du mich? Ei, warum nicht? Du bist ein Mensch und dann eine Frau und endlich meine Frau. Und die Erde hat 5 Weltteile, Europa, Asien, Afrika, Amerika, Australien und 2 mal 2 macht 4. Ich bin bei Sinnen, siehst du? Schrie's nicht September? Sagtest du nicht sowas? Ja, Danton, durch alle Zimmer hörte ich's. Wie ich ans Fenster kam. Die Stadt ist ruhig, alle Lichter aus. Ein Kind schreit in der Nähe. Wie ich ans Fenster kam, durch alle Gassen schrie und zeterte September. Du träumtest, Danton, fass dich. Träumtest? Ja, ich träumte. Doch das war anders. Ich will es dir gleich sagen. Mein armer Kopf ist schwach. Gleich. Julie, gleich, so, jetzt hab ich's. Unter mir keuchte die Erdkugel in ihrem Schwung. Ich hatte sie wie ein williges Ross gepackt mit riesigen Gliedern, wühlte ich in ihren Mähnen und presste ich ihre Rippen, das Haupt abwärts gebeugt, die Haare flatternd über dem Abgrund. So ward ich geschleift, da schrie ich in der Angst. Und ich erwachte, ich trat ans Fenster, September. Und da hörte ich's, September, Danton. September, September. Was das Wort nur will, warum gerade das? Was habe ich damit zu schaffen? Was streckt es nach mir die blutigen Hände? Ich habe es nicht geschlagen. Hilf mir, Julie. Mein Sinn ist stumpf. War's nicht im September, Julie? Ja, die Könige waren noch 40 Stunden von Paris. Die Festungen gefallen, die Aristokraten in der Stadt. Die Republik war verloren. Ja, verloren. Wir konnten den Feind nicht im Rücken lassen. Wir wären Narren gewesen. 2 Feinde auf einem Brett. Wir oder sie, der Stärkere, stößt den Schwächeren hinunter. Ist das nicht billig? Ja. Wir schlugen sie, das war kein Mord, das war Krieg nach innen. Du hast das Vaterland gerettet. Ja, das habe ich, das war Notwehr, wir mussten, der Mann am Kreuz hat sich's bequem gemacht. Es muss ja Ärgernis kommen, doch weh dem, durch welchen Ärgernis kommt, es muss. Wer will der Hand fluchen, auf die der Fluch des Muss gefallen. Wer hat das Muss gesprochen? Wer? Was ist das, was in uns lügt, stiehlt und mordet? Puppen sind wir, von unbekannten Gewalten am Draht gezogen. Nichts wir selbst. Die Schwerter, mit denen Geister kämpfen. Man sieht nur die Hände nicht, wie im Märchen.
Jetzt bin ich ruhig. Ganz ruhig, liebes Herz. Ja. Ja, Julie. Ganz ruhig. In der Nacht. So weit als zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Wir müssen hinauf. Fort, Bürger. Wir haften mit unseren Köpfen dafür. Tot oder lebendig. Danton hat gewaltige Glieder. Ich werde vorangehen, Bürger. Der Freiheit eine Gasse. Ihr werdet euch um das Vaterland verdient machen. Ich wollte, das Vaterland machte sich um uns verdient. Über all den Löchern, die wir in andere Leute Körper machen, ist noch kein einziges in unseren Hosen zugegangen. Fort! Fort! Soll denn das Schlachten der Deportierten nicht aufhören? Wer ist noch sicher, wenn Danton fällt? Was tun? Er muss vor den Schranken des Konvents gehört werden. Natürlich, er muss gehört werden. Der Erfolg werden. Dieses Mittels ist sicher. Was sollten Sie seiner Stimme entgegensetzen? Unmöglich. Ein Dekret verhindert uns. Es muss zurückgenommen oder eine Ausnahme gestattet werden. Ich werde den Antrag machen. Ich rechne auf eure Unterstützung. Die Sitzung ist eröffnet. Vier Mitglieder des Nationalkonvents sind verflossene Nacht verhaftet worden. Ich weiß, dass Danton einer von ihnen ist. Die Namen der übrigen kenne ich nicht. Mögen sie übrigens sein, wer sie wollen. So verlange ich, dass sie vor den Schranken gehört werden. Bürger, ich erkläre es. Ich halte Danton für ebenso rein wie mich selbst. Und ich glaube nicht, dass mir irgendein Vorwurf gemacht werden kann. Ich will kein Mitglied des Wohlfahrts- oder Sicherheitsausschusses angreifen. Aber begründete Ursachen lassen mich fürchten. Privathass und Privatleidenschaft könnten der Freiheit Männer entreißen, die ihr die größten Dienste erwiesen haben. Wir wollen keine Anklage gegen Danton. Der Mann, welcher im Jahre 1792 Frankreich durch seine Energie rettete, verdient gehört zu werden. Er muss sich erklären dürfen, wenn man ihn des Hochverrats anklagt. Wir unterstützen Lechardas Vorschlag. Wir sind hier im Namen des Volkes. Und man kann uns ohne den Willen der Wähler nicht von unseren Plätzen reißen. Wir können unseren Ausschüssen nicht erlauben, die Gesetzgeber aus dem Asyl auf die Guillotine zu schicken. Das Verbrechen hat kein Asyl. Nur gekrönte Verbrecher finden eins auf dem Thron. Nur Spitzbuben appellieren an das Asylrecht. Nur Mörder erkennen es nicht an. Die seit langer Zeit in dieser Versammlung unbekannte Verwirrung beweist, dass es sich um große Dinge handelt. Heute entscheidet sich's, ob einige Männer den Sieg über das Vaterland davontragen werden. Legendre scheint die Namen der Verhafteten nicht zu wissen. Der ganze Konvent kennt sie. Er nannte nur Danton, weil er glaubt, an diesem Namen knüpfe sich ein Privilegium. Aber wir wollen keine Privilegien. Wir wollen keine Götzen. Man will euch Furcht einflößen vor dem Missbrauch einer Gewalt, die ihr selbst ausgeübt habt. Man schreit über den Despotismus der Ausschüsse, als ob das Vertrauen, welches das Volk euch geschenkt und das ihr diesen Ausschüssen übertragen habt, nicht eine sichere Garantie ihres Patriotismus wäre.
Man stellt sich als Zitteremann. Aber ich sage euch, wer in diesem Augenblicke zittert, ist schuldig, denn nie zittert die Unschuld vor der öffentlichen Wachsamkeit. Man hat auch mich schrecken wollen. Man gab mir zu verstehen, dass die Gefahr, indem sie sich Danton nähere, auch bis zu mir dringen könne. So erkläre ich denn, nichts soll mich aufhalten und sollte auch Dantons Gefahr die meinige werden. Wir alle haben etwas Mut und Seelengröße nötig. Nur Verbrecher und gemeine Seelen fürchten ihresgleichen an ihrer Seite fallen zu sehen, weil sie, wenn keine Schar von Mitschuldigen sie mehr versteckt, sich dem Licht der Wahrheit ausgesetzt sehen. Aber wenn es dergleichen Seelen in dieser Versammlung gibt, so gibt es in ihr auch Heroische. Die Zahl der Schurken ist nicht groß. Wir haben nur wenige Köpfe zu treffen. Und das Vaterland ist gerettet. Ich verlange, dass Legendre das Vorschlag zurückgewiesen wird. Saint-Just hat das Wort. Es scheint in dieser Versammlung einige empfindliche Ohren zu geben, die das Wort Blut nicht vertragen können. Ich frage nun, soll ein Ereignis, das die ganze Gestaltung der Menschheit umändert, nicht durch Blut gehen dürfen? Der Weltgeist bedient sich in der geistigen Sphäre unserer Arme ebenso, wie er in der physischen Vulkane oder Wasserfluten gebraucht. Was liegt daran, ob sie nun an einer Seuche oder an der Revolution sterben? Die Schritte der Menschheit sind langsam. Man kann sie nur nach Jahrhunderten zählen. Hinter jedem erheben sich die Gräber von Generationen. Das Gelangen zu den einfachsten Erfindungen und Grundsätzen hat Millionen das Leben gekostet, die auf dem Wege starben. Ist es denn nicht einfach, dass zu einer Zeit, wo der Gang der Geschichte rascher ist, auch mehr Menschen außer Atem kommen? Moses führte sein Volk durch das Rote Meer und in die Wüste, bis die alte, verdorbene Generation sich aufgerieben hatte, ehe er den neuen Staat gründete. Gesetzgeber! Wir haben weder das Rote Meer noch die Wüste. Aber wir haben den Krieg und die Guillotine. Die Revolution ist wie die Töchter des Pelias. Sie zerstückt die Menschheit, um sie zu verjüngen. Die Menschheit wird aus dem Blutkessel wie die Erde aus den Wellen der Sündflut mit urkräftigen Gliedern sich erheben, als wäre sie zum ersten Male geschaffen. Alle geheimen Feinde der Tyrannei, welche in Europa und auf dem ganzen Erdkreise den Dolch des Brutus unter ihren Gewändern tragen, fordern wir auf, diesen erhabenen Augenblick mit uns zu teilen.
Alles bereit? Es wird schwer halten. Wäre Danton nicht darunter, so ging es leicht. Er wird die Geschworenen erschrecken. Er ist die Vogelscheuche der Revolution. Die Geschworenen müssen wollen. Ein Mittel wüsste ich. Aber es wird die gesetzliche Form verletzen. Nur zu! Wir losen nicht, sondern suchen die Handfesten aus. Das muss gehen. Es sind ihre 19. Sie sind geschickt zusammengewaffelt. 4 Fälscher, dann einige Bankiers und Fremde. Das ist ein pikantes Gericht. Das Volk braucht dergleichen. Also zuverlässige Leute. Villat und Lamier. Beide öffnen den Mund nur, um das Wort schuldig zu sprechen. Sehr gut. Also, ich verlasse mich drauf. Lass mich nur machen. Ihr Name, Bürger? Die Revolution nennt meinen Namen. Meine Wohnung ist bald im Nichts und mein Name im Pantheon der Geschichte. Danton. Der Konvent beschuldigt Sie mit Mirabeau, mit Dumouriez, mit Orléans, mit den Girondisten, den Fremden und der Fraktion Ludwig des 17. konspiriert zu haben. Meine Stimme, die ich so oft für die Sache des Volkes ertönen ließ, wird ohne Mühe die Verleumdung zurückweisen. Die Elenden, welche mich anklagen, mögen hier erscheinen und ich werde sie mit Schande bedecken. Die Ausschüsse mögen sich hierher begeben und ich werde nur vor Ihnen antworten. Ich habe Sie als Kläger und als Zeugen nötig. Sie mögen sich zeigen. Übrigens, was liegt mir an euch und an eurem Urteil? Ich habe es euch schon gesagt, das Nichts wird bald mein Asyl sein, das Leben ist mir zur Last. Man mag mir es entreißen, ich sehne mich danach, es abzuschütteln. Danton! Die Kühnheit ist dem Verbrecher, die Ruhe der Unschuld eigen. Privatkühnheit ist ohne Zweifel zu tadeln. Aber jene Nationalkühnheit, die ich so oft gezeigt, mit welcher ich so oft für die Freiheit gekämpft habe, ist die verdienstvollste aller Tugenden. Sie ist meine Kühnheit. Sie ist es, der ich mich hier zum Besten der Republik gegen meine erbärmlichen Ankläger bediene. Kann ich mich fassen? Wenn ich mich auf eine so niedrige Weise verleumdet sehe, von einem Revolutionär wie ich darf man keine kalte Verteidigung erwarten. Männer meines Schlages sind in Revolutionen unschätzbar. Auf ihrer Stirne schwebt das Genie der Freiheit. Mich klagt man an mit Mirabeau, mit Dumouriez, mit Orléans, konspiriert. Zu den Füßen elender Despoten gekrochen zu haben. Mich fordert man auf, vor der unentrinnbaren, unbeugsamen Gerechtigkeit zu antworten. Du elender Saint-Just wirst der Nachwelt für diese Lästerung verantwortlich sein. Ich fordere Sie auf, mit Ruhe zu antworten. Gedenken Sie Marats. Er trat mit Ehrfurcht vor seine Richter. Sie haben die Hände an mein ganzes Leben gelegt. So mag es sich denn aufrichten und Ihnen entgegentreten. Unter dem Gewichte jeder meiner Handlungen werde ich Sie begraben. Ich bin nicht stolz darauf. Das Schicksal führt uns die Arme, aber nur gewaltige Naturen sind seine Organe. Ich habe auf dem Marsfelde dem Königtum den Krieg erklärt. Ich habe es am 10. August geschlagen. Ich habe es am 21. Januar getötet. Und den Königen einen Königskopf als Fehdehandschuh hingeworfen. Wenn ich einen Blick auf diese Schandschrift werfe, fühle ich mein ganzes Wesen beben. Wer sind denn die, welche Danton nötigen mussten, sich an jenen denkwürdigen Tagen zu zeigen? Wer sind denn die privilegierten Wesen, von denen er seine Energie borgte,
Meine Ankläger mögen erscheinen. Ich bin ganz bei Sinnen, wenn ich es verlange. Ich werde die platten Burschen entlarven und sie in das Nichts zurückschleudern, aus dem sie nie hätten hervorkriechen sollen. Hören Sie die Klingel nicht! Die Stimme eines Menschen, welcher seine Ehre und sein Leben verteidigt, muss deine Schelle überschreien. Ich habe im September die junge Bruderrevolution mit den zerstückten Leibern der Aristokraten geäxt. Meine Stimme hat aus dem goldenen Aristokraten und reichen Volke Waffen geschmiedet. Meine Stimme war der Orkan, welcher die Satelliten des Despotismus unter den Bogen von Bajonetten begrub. Eines Tages wird man die Wahrheit erkennen. Ich sehe großes Unglück über Europa hereinbrechen. Das ist die Diktatur. Sie hat ihren Schleier zerrissen. Sie trägt die Stirne hoch. Sie schreitet über unsere Leichen. Seht da, die Feigenmörder. Seht da, die Raben des Wohlfahrtsausschusses. Ich klage Robespierre, Saint-Just und ihre Henker des Hochverrats an. Ihr wollt Brot und sie werfen euch Köpfe hin. Ihr dürstet und sie machen euch das Blut von den Stufen der Guillotine lecken. Nieder mit der Diktatur! Nieder mit den Bluthunden! Danton! Ihre Stimme ist erschöpft! Sie sind zu heftig bewegt! Sie werden das nächste Mal Ihre Verteidigung beschließen! Die Sitzung ist aufgehoben! Mit Robespierre! Was gab's, Hermann? Danton hat das Tribunal erschreckt. Die Geschworenen schwankten. Die Zuhörer murrten. Der Zudrang war außerordentlich. Das Volk drängt sich noch um den Justizpalast. Die Bewegung der Gemüter soll unbeschreiblich sein. Da kommt Saint-Just. Eben erhalte ich eine Denunziation. Man konspiriert in den Gefängnissen. Dantons und Camilles Weiber sollen Geld unter das Volk werfen. Man will die Gefangenen befreien. Der Konvent soll gesprengt werden. Was sagt Robespierre? Er tut, als ob er etwas zu sagen hätte. Die Geschworenen müssen sich für hinreichend unterrichtet erklären und die Debatte schließen. Unmöglich. Das geht nicht. Sie müssen weg, um jeden Preis. Und sollten wir sie mit eigenen Händen erwürgen. Wagt! Danton soll uns das Wort nicht umsonst gelehrt haben. Saint-Just, wir werden dir helfen. Der Donnerkeil muss ihre Häupter zerschmettern.
Der Konvent muss dekretieren. Das Tribunal solle ohne Unterbrechung den Prozess fortführen und dürfe jeden Angeklagten von den Debatten ausschließen. Ich zähle auf eure Unterstützung. Ja, nur rasch, damit wir die Sachen vom Hals bekommen. Lasst mich nur machen. Der Konvent muss dekretieren. Im Namen des Volkes beschließt der Konvent in Betracht, dass in den Gefängnissen sich Spuren von Meuterei zeigen. In Betracht, dass Dantons und Camilles Weiber Geld unter das Volk werfen, um die Gefangenen zu befreien. In Betracht endlich, dass diese selbst das Tribunal zu beleidigen versucht haben, wird das Tribunal ermächtigt, die Untersuchung fortzusetzen und jeden Angeklagten von den Debatten auszuschließen. Es ist aus. Sie zitterten vor ihm. Sie töten ihn aus Furcht. Geh, Junge. Ich habe ihn zum letzten Mal gesehen. Sag ihm, ich könne ihn so nicht sehen. Da, nimm diese Locke, bring ihm diese Locke und sage ihm, er würde nicht alleine gehen. Verstehst du? Er würde nicht alleine gehen. Er versteht mich schon. Und dann schnell zurück. Ich will seine Blicke aus deinen Augen lesen. Ja, Camille. Morgen früh sind wir durchgelaufene Schuhe, die man der Bettlerin Erde in den Schoß wirft. Das Rindsleder, woraus nach Platon die Engel sich Pantoffeln geschnitten und damit auf der Erde herumtappen. Es geht aber auch danach. Mein Lissi. Sei ruhig, mein Junge. Kann ich's? Glaubst du, Danton, kann ich's? Sie können die Hände nicht an sie legen, unmöglich, hm? Nein, Camille. Das Licht der Schönheit, das von ihrem süßen Leib sich ausgießt, ist unlöschbar. Sie, die Erde würde nicht wagen, sie zu verschütten. Sie würde sich um sie wölben. Der Grabdunst würde wie Tau an ihren Wimpern funkeln. Kristalle würden wie Blumen um ihre Glieder sprießen. Und helle Quellen in Schlaf sie murren. Schlaf, mein Junge, schlaf. Ja, Danton, unter uns gesagt, es ist so elend, sterben zu müssen. Schlaf. Es hilft zu nichts. Ich will dem Leben noch die letzten Blicke aus seinen hübschen Augen stehlen. Ich will die Augen offen haben. Du wirst sie ohnehin offen behalten. Samson drückt einem die Augen nicht zu. Der Schlaf ist barmherziger.
Schlaf, mein Junge. Schlaf. Lucille, deine Küsse fantasieren auf meine Lippen. Jeder Kuss wird ein Traum. Meine Augen sinken und schließen ihn fest ein. Will denn die Uhr nicht ruhen? Mit jedem Picken schiebt sie die Wände enger um mich, bis sie so eng sind wie ein Sarg. Die Haare wachsen einem so und die Nägel. Man muss sich wirklich schämen. Nehmen Sie sich ein wenig in Acht. Sie husten mir das ganze Gesicht voll Sand. Ich las einmal als Kind so eine Schauergeschichte. Die Haare standen mir zu Berg. Ja, als Kind. Das war der Mühe wert, sich so groß zu füttern und mich warm zu halten. Bloß Arbeit für den Totengräber. Es ist mir, als röch ich schon. Mein lieber Leib, ich will mir die Nase zuhalten und mir einbilden, du seist ein Frauenzimmer, das vom Tanzen schwitzt und dir Artigkeiten zu sagen. Mein lieber Leib, wir haben uns schon sonst mehr miteinander die Zeit vertrieben. Morgen bist du eine zerbrochene Fiedel. Die Melodie darauf ist ausgespielt. Morgen bist du eine leere Bouteille. Der Wein ist ausgetrunken. Aber ich habe keinen Rausch davon und gehe nüchtern zu Bett. Bitte treten Sie mir nicht so auf die Füße, Bester. Ich habe Hühneraugen. Jawohl. Es ist elend, so sterben müssen. Der Tod äfft die Geburt. Beim Sterben sind wir so hilflos und nackt wie neugeborene Kinder. Freilich. Wir bekommen das Leichentuch zur Windel. Was wird es helfen? Wir können im Grab so gut wimmern wie in der Wiege. Sie leiden noch an Ungeziefer? Ach, wenn ich nur einmal die Würmer ganz los wäre. Camille? Camille? Er schläft. Ein Traum spielt zwischen seinen Wimpern. Ich will den goldenen Tau des Schlafes ihm nicht von den Augen streifen. Nun schlafen Sie wohl. Wir müssen sehen, wie wir miteinander zurechtkommen. Wir haben wenig Raum. Kratzen Sie mich nicht mit Ihren Nägeln im Schlaf. So, zerren Sie nicht so am Leichentuch, es ist kalt da unten. Ich weiß, Julie, ich werde nicht allein gehen. Doch hätte ich anders sterben mögen, so ganz mühelos, so wie ein Stern fällt, wie ein Ton sich selbst aushaucht, sich mit den eigenen Lippen tot küsst, wie ein Lichtstrahl im klaren Fluten sich begräbt. Wie schimmernde Tränen sind die Sterne durch die Nacht gesprengt. Es muss ein großer Jammer in den Augen sein, von dem sie abträufeln. Lucille. Oh. Camille, höre, Camille, du machst mich lachen mit dem langen Steinrock und der eisernen Maske vor dem Gesicht. Wo sind deine Arme? Ich will dich locken, lieber Vogel. Es stehen zwei Sternlein an dem Himmel, scheinen heller als der Mond. Der eine scheint vor Feins Liebchens Fenster, der andere vor die Kammertür.
Warum quälst du mich so? So komm doch, mein Freund. Komm, leise die Treppe hinauf. Sie schlafen alle. Der Mond hilft mir schon lange warten. Aber du rührst dich ja nicht. Warum sprichst du nicht? Du machst mir Angst. Sie, was sprichst du? Lucy? Höre, Camille. Die Leute sagen, du müsstest sterben und machen dazu so ernsthafte Gesichter. Sterben? Ich muss lachen über die Gesichter. Sterben! Sterben! Sterben? Es darf ja alles leben. Alles. Die kleine Mücke, der Vogel. Warum denn du nicht? Der Strom des Lebens müsste stocken, wenn nur der eine Tropfen verschüttet würde. Die Erde müsste eine Wunde bekommen von dem Streich. Es regt sich alles. Die Uhren gehen, die Glocken schlagen, die Leute laufen, das Wasser rinnt und so alles weiter bis da, dahin. Nein, es darf nicht geschehen, nein, nein, ich will schreien, dass erschrocken alles stehen bleibt, alles stoppt, sich nichts mehr regt. Sterben? Was ist das für ein Wort? Ich will nachdenken. Ich will ihm nachlaufen. Da ist's! Komm, süßer Freund, hilf mir fangen! Komm, komm! Lucille! Schaffst du, Camille, beruhige dich. Es ist Wahnsinn. Willst du die Decke herunterkratzen? Ach, du! Halte mich, du! Du bebst an allen Gliedern, dein Schweiß steht dir auf der Stirne. Das bist du, dass ich so... Ja, das ist meine Hand. Ja, jetzt besinne ich mich. Oh, Danton, das war entsetzlich. Was denn, mein Junge? Ich lag so zwischen Traum und Wachen. Da schwand die Decke und der Mond sank herein. Ganz nahe, ganz dicht. Mein Arm erfasst ihn. Aber es war Lucille. Der Wahnsinn saß hinter ihren Augen. Nur es braucht nicht gerade viel, um einem das bisschen Verstand verlieren zu machen. Es sind schon mehr Leute wahnsinnig geworden. Das ist der Lauf der Welt. Die Lampe wirft einen runden Schein an die Decke. Das sahst du. Was für ein reizendes Ding sie aus ihrem Wahnsinn gemacht hat. Warum muss ich jetzt fort? Wir hätten zusammen mit ihnen gelacht, es gewiegt und geküsst. Ja. Warum jetzt fort? Und ich lasse alles in einer schrecklichen Verwirrung. Keiner versteht das Regieren. Es könnte vielleicht noch gehen, wenn ich Robespierre meine Huren, dem lahmen Krüppel Couton meine Waden hinterließe. Vielleicht ist's besser so. Wir hätten die Freiheit zur Hure gemacht. Was wäre es auch? Die Freiheit und eine Hure sind die kosmopolitischsten Dinge unter der Sonne. Sie wird sich jetzt anständig im Ehebett des Advokaten von Arras prostituieren. Aber ich lasse ihm dennoch keine 6 Monate Frist. Ich ziehe ihn mit mir. Die Esel werden schreien, es lebe die Republik, wenn wir vorbeigehen. Was liegt daran?
Die Sündflut der Revolution mag unsere Leichen absetzen, wo sie will. Mit unseren fossilen Knochen wird man noch immer allen Königen die Schädel einschlagen können. Wenn einmal die Geschichte ihre Grüfte öffnet, kann der Despotismus noch immer an dem Duft unserer Leichen ersticken. Ja, wir standen bei Liebzeiten schon hinlänglich. Sieh nicht so ein Gesicht. Das verlohnt sich auch der Mühe, Mäulchen zu machen und mit einem guten Akzent zu sprechen. Wir sollten einmal die Masken abnehmen. Wir sehen dann, wie in einem Zimmer mit Spiegeln überall nur den einen uralten, zahnlosen, unverwüstlichen Schafskopf. Nichts mehr, nichts weniger. Die Unterschiede sind so groß nicht. Wir alle sind Schurken und Engel, Dummköpfe und Genies. Und zwar das alles in einem. Schlafen, verdauen, Kinder machen. Das treiben alle. Die übrigen Dinge sind nur Variationen aus verschiedenen Tonarten über das nämliche Thema. Da braucht man sich auf Zehen zu stellen und Gesichter zu schneiden. Da braucht man sich voreinander zu genieren. Wir haben uns alle am nämlichen Tisch krank gegessen und haben Leibgrimmen. Was haltet ihr euch die Servietten vor das Gesicht? Schreit doch und greint, wie es euch ankommt. Schreit! Ja, Kamil! Wir wollen uns beieinander setzen und schreien! Die Welt ist das Chaos. Das Nichts ist der zu gebärende Weltgott. Meine Herren, Sie können abfahren. Der Henkerskran wartet vor der Tür. Das Volk läuft in den Gassen. Es ist wohl Zeit. Ja, keinen Augenblick möchte ich ihn warten lassen. Komm, du süßer Trank, der einem das Gedächtnis verlieren macht. Ich will dich trinken, wie einen letzten Kuss von Dantons Mund. Es ist so hübsch, Abschied zu nehmen. Ich habe nur noch die Tür hinter mir zuzuziehen. Du bist bitter, du Wein des Todes, so herb. Ich will das Fenster öffnen und die Luft spüren, in der ich schweben werde, wie ein Stäubchen der Ewigkeit. Die Sonne ist hinunter, der Erde Züge waren so scharf in ihrem Licht, doch jetzt ist ihr Gesicht so still und ernst wie das einer Sterbenden. Wie schön das Abendlicht ihr um Stirn und Wangen spielt.
stets bleicher und bleicher wird sie, wie eine Leiche treibt sie abwärts in der Flut des Äthers. Oh, will denn kein Arm sie bei den goldenen Locken fassen oder aus dem Strom sie ziehen und sie begraben? Oh, ich gehe leise, ganz leise. Ich küsse sie nicht, dass kein Hauch, kein Seufzer sie aus dem Schlummer weg. Schlafe, schlafe. Gute Nacht, Danton. Ganze Münze. Dein Karren ist ein guter Präsentierteller. Mein Herr, ich will mich zuerst servieren. Das ist ein klassisches Gastmahl. Wir liegen auf unseren Plätzen und verschütten etwas Blut als Libation. Adieu, Danton. Volk! Volk! Ihr Narren der Republik! Ihr tötet uns an dem Tage, wo ihr den Verstand verloren habt! Ihr werdet sie an dem töten, wo ihr ihn wiederbekommt. Das war schon einmal da. Ach was, das ist doch langweilig. Was Besseres. Die Tyrannen werden über unseren Gräbern den Hals brechen. Du hältst deine Leiche für ein Missbet der Freiheit. Halt, halt. Ich vergebe euch. Ich wünsche, eure Todesstunde sei nicht bitterer als die meinige. Brav, Filippo. Du musst es dir noch einmal in den Busen greifen und den Leuten da unten zeigen, dass du eine reine Wäsche trägst. Adieu, meine Freunde. Die Guillotine ist der beste Arzt. Ach, Danton, ich bringe nicht einmal einen Spaß heraus. Umarme mich. Es ist Zeit. Komm, sei du das Letzte, was ich an meine Brust drücke. Zurück da! Schäm dich, Samson. Willst du grausamer sein als der Tod? Kannst du verhindern, dass unsere Köpfe sich auf dem Boden des Korbes küssen?
fertig. Und wenn ihr arme geht, scheint der Mond zu sehen. Danton, das muss man ihm um der Gerechtigkeit willen lassen. Er macht eine gute Figur. Ja, ich dachte mir immer, wenn ich ihn so sah, der wird sich einmal gut auf der Guillotine ausnehmen. Man muss eben die Leute in allen Verhältnissen sehen. Ja. Meine Karl, wo bleibst du so lang bei dem Menschen? Ja, ja. Es ist recht gut, dass das Sterben so öffentlich wird. Freilich. Aber unter uns, Bürger, ich glaube, man hat heute der Revolution den Kopf abgehauen. Das ist ein Gedanke, Bürger, der dir leicht den deinen kosten kann. Da könntest du wahrlich recht haben.